Das war enttäuschend. Aber das will man auch erwarten bei der Bottle. Was geht eigentlich ab? Wir sind wieder übelst back, als hätte ich das Haus gerade verlassen und war mir nicht mehr sicher, ob ich den Herd angelassen habe. Genau so. Genau so. Wir haben auf jeden Fall den Herd angelassen, weil wir haben heute das übelst harte Teil auf dem Tisch stehen. Ja. Wunderschöne. Exzellente Keramik-Bottle, Alter. Ja. Nur Fun Fact, also viele fragen sich ja, es ist nur eingefärbt, das ist wirklich Keramik, ja, ein Keramikglas. Noch ein größerer Fun Fact, müssen wir gleich vorneweg raushauen. Die Bottle gibt es so nicht mehr lange, aktuell zum Teil auch im Sale, aber es geht wieder zurück auf die alte, bekannte Glasflasche. Also man muss sogar dazu sagen, die Keramik Flasche wird nicht mehr produziert, also das, was jetzt noch auf dem Markt ist, das gibt's noch, aber es kommt nichts mehr nach an Keramikflaschen. Sieht das halt dope aus. Was haben wir? Ich find's auch geil. Fett. Also ich fühl's mit Glasflaschen mehr. Ich dann einfach den scheiß fucking Füllstand sehe, Alter, und weiß, wie viel ich noch sippen darf. Deswegen aktuell lohnt sich's aber in den Preisen, weil regulär lag sie immer bei 90 bis 95 Euro. Ja, aktuell bekommt man sie eher für 70 bis 75. Was haben wir in der Bottle? Wir haben einen Highland Park, 15 Jahre alt drin. Der hauptsächlich gereift ist in Fürstville European Oak Sherry Casks und hat er auch eine Teilreifung in American Oak Sherry Fässern, also amerikanische Weißeiche, höherer Vanillinanteil, europäische Eiche, mehr Tannine, ein bisschen würziger und kräftiger, teurer. Für Highland Park aber perfekt. Und viele mehrfach verwendete Refill-Fässer. Wir haben 44 Volumenprozente, ein bisschen mehr jetzt als beim 12er, der mit 40 rausgeht. Wir haben keine Kühlfiltrierung und auch keinen Farbstoff, aber ist eigentlich egal, weil man sieht es eh nicht, außer wenn es im Glas ist. Wir haben für euch natürlich den Flimmerkasten. Den holen wir auf jeden Fall hoch, weil Highland Park lohnt sich immer. Ja. Alleine schon die Fährfahrt dorthin. Ist geil, vor allem wenn die Fähre am nächsten Tag abfackelt. Das ist der am nächsten Tag. Die ist abgefackelt in der Fahrt nach uns. Damn, passiert. Ja. Aber gut, Brennerei, schaut es euch an. Ja, absolut geil. Also kann man jedem empfehlen, nochmal Orkney Islands, sowieso heftig. Ja, Alter. Absolut. Aber Skapa-Besuch abstatten, ist auch nice. Und ja, aber so viel mehr zu, ich pack den mal wieder weg, so viel mehr zu Highland Park brauchen wir euch gar nicht erzählen, weil wir in letzter Zeit doch das ein oder andere Highland Park Video rausgebracht haben. Ihr warst lange ruhig Highland Park mäßig, trotz einem Die Hard Fan, aber jetzt kommt's halt. Jetzt wird Magazin entladet auf dem SWC-Kanal, Alter. Noch ein kurzer Fakt, Fermentationszeit 52 bis 96 Stunden. Auch witzig, in hölzernen Washbacks, die jetzt bald ausgetauscht werden, Stainless Steel, einfach nur wegen Geldgründen. Ja. Mhm. Schade. Aber Legends, das ist einfach so kommuniziert. Perfekt. Aber immerhin haben sie auch eigene Malting Floors, wo sie dann auch mit bis zu 20 ppm dann generell den Whisky produzieren. Ja. Deswegen werden wir auch einen leicht traurigen Charakter wieder haben. Vermählt nochmal mit ungefilzter. Tschüss. Sorry, Highland Park wird nachher vermählt mit ungetorfter Gerste und das Ganze vermischt. Deswegen hat man einen ganz leichten Rauchanteil von diesem Orkney Peat. Und was auch immer ordentlich fackelt, ist unser Whisky Pond. Sind wir auch schon wieder back, nice Port natürlich wie immer, Alter. Definitiv, und ich würde sagen, der 15er, der reiht sich in die Standard-Range ein, zwischen 12, 18 und auch einem 21-Jährigen. Ich glaube, man kann es vorwegnehmen, wir haben in der Brennerei das große Los gehabt, wir durften alle auch dort probieren, mit dem 10er angefangen. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal in der neutraler Runde, wie der abschneidet im Verhältnis zu auf der anderen. Vor allem, wie er frisch geöffnet abschneidet, damals war er schon lang offen, die Bottle. Richtig. Direkt. Schauen wir mal rein. Halt mal. Wir gehen rein. Ja, geil. Ja. Direkt so Johannisbeerenstrauch. Ja, geil. Aber mit Strauch. Der leicht raucht. Der leicht brennt. Strauch, aber das Rauch in Strauch ist groß geschrieben. Und ordentlich Vanillepulver oben drüber. Alter, aber ohne Witz. Ich glaube, so einen richtigen warmen Vanillepudding. Ja. So eine rote, fruchtige Spritzigkeit ist schon auch da. Ja, Spritzigkeit sogar mit einer leichten Säure. Also, ja, ist leicht sauer. Deswegen Johannisbeeren trifft es schon extrem gut, finde ich. Hat auch schon so leicht Peat natürlich, leichten Peat-Anteil, aber ist echt im Hintergrund. Ja, also ich finde es auch sehr leicht sogar. Also, so ein bisschen kommt es durch. Ja, wiederum merkt man halt gleich irgendwie, dass es ein Highland Park. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Sherry-Einfluss natürlich auch am Start. Ja, krass, mir fällt es gerade ein bisschen schwer von der Komplexität her, noch viele Noten rauszuziehen. Ja, er ist sehr sanft, finde ich. Also er bringt jetzt nicht viele krasse, ich sag mal kräftige Noten mit, finde ich. Also ist alles so im Hintergrund, alles so leicht. Aber auch mit diesen 44%, die sind auch sehr sanft. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt gerade noch so ein bisschen diese
Haribo Kirschen. Ich finde allgemein, dass er sehr, sehr viel dunkle Früchte mitbringt. Also Kirschen, Johannisbeeren, aber auch so ganz allgemein Waldfrüchte. Ich habe da auch so ein bisschen Brombeere, Heidelbeere, also all das, alles was so Strauchzeug. So ein bisschen, als hätte man diesen Johannisbeerstrauch tatsächlich angezündet und aber ganz frisch wieder ausgepustet. Ja, so ein bisschen war unter diesem Strauch war noch so ein bisschen Heidekraut. Das ist ein leichter Eichenschatz, kommt gerade. Orange. Ja. Aber würzig also ist er schon auch ein bisschen in der Nase. Schön, sanft und dezent. Also es eigentlich, also es gibt viele krassere Highland Parks von der Nase her, die da halt noch intensiver sind, sag ich jetzt mal. Gut, jetzt auch grundsätzlich, was wir jetzt gerade so an Noten genannt haben, war es nicht ganz so wenig. War nicht weniger. Also er kommt mit der Zeit. Also jetzt macht er auch echt langsam auf, er gefällt mir jetzt immer besser in der Nase. Leicht schokoladig kommt jetzt auch. So zart bitter aber hier. Sagen wir 7? Ja, komm. Ja, ja. Danke. Danke. Einfach lecker, dieser Aal. Ja, also wirklich. Ja. Ist halt einfach ein idealer Start eigentlich. Ja, kann ich entspannt 44%. Ja, kann einfach runter exen kurz. Auf 44% hat er schon gefühlt ein bisschen mehr an Alkoholprozenten von der Schärfe her. Aber bringt die Nase, bringt er wieder ganz gut mit, diese roten, spritzigen Früchte. Es wandelt sich in so eine bisschen kräftigere Würzigkeit im Abgang, die aber ziemlich nice ist. Ich finde auch jetzt die Raucharomen kommen ein bisschen mehr durch. Also jetzt nicht krass im Vordergrund, aber es kommt ein bisschen mehr als in der Nase. Und man merkt einfach wieder Sherry und Rauch, das funktioniert so gut. Und da muss ich sagen, finde ich eigentlich fast das Gegenteil, weil ich finde, der Rauch kommt für mich erst im Abgang mit so einer Röstigkeit ziemlich gut durch. Im Geschmack selber, muss ich sagen, ist er fast nicht vorhanden. Diese Rauchigkeit, die habe ich in der Nase da viel intensiver. Ich habe eine richtig schön diese roten Waldfrüchte mit so einer leichten Säure, brutal gut. Also ich finde auch vor allem im Abgang kommt die Rauchigkeit mir auch mal deutlich rüber. Ja, aber wirklich halt nett. Ja, also der jetzt noch kein Highland Park hatte, es ist jetzt kein Rauch, wie man auf Eila sonst wie erwartet, sondern es ist wirklich mehr so eine Röstigkeit einfach. Ja, genau. Karamellig ist er und so Zuckermulasse. Ja. Der Mund ist schon generell, bringt es noch intensiver rüber, finde ich einfach, wie die Nase. Im Abgang jetzt noch die Zartbitterschokolade und so ein bisschen Orange oder vielleicht auch nur Orangenschale. Bei dem 15er gefällt mir so unglaublich gut, dass er diesen Highland Park Charakter, dass er dem nichts einbüßt, obwohl man ihm echt viel vom Charakter, nämlich den hohen Alkoholwert, aus meiner Sicht wegnimmt. Ich verbinde mit Highland Park immer hohe Prozente, Power und die bringt der richtig schön mit und ich finde, deswegen tun ihm diese 44% im Vergleich zum 12er auch einfach extrem gut. Vor allem ist er auch, genau, im Vergleich zum 12er finde ich es einfach perfekt das nächst höhere. Ja, also von allen Geschmacksnoten, Alkoholstärke, auch die Sherry Süße. Preis natürlich auch. Ja. Der 12er liegt bei 30, 35 Euro. Und hier vielleicht ganz kurz nochmal 70, 75 Euro würde ich in jeder Zeit immer wieder kaufen. Ja. 90, genau. Dieser Anfangspreis fand ich damals schon sehr hoch gegriffen. Mhm. Also für 90 Euro verstehe ich es aber auch voll. Würde ich auch sagen, wow, ob ich mit denen mal holen würde für 90. Mhm. Aber für um die 70 Euro kann man sich auf jeden Fall chucken. Ja, und da komme ich auch zu meiner Whisky-Base-Bewertung. Sehr gerne. Ich mache es einfach kurz und knackig. Für einen 15-Jährigen gehe ich auf 87. Ich bin tatsächlich auch bei 87. Ich finde auch übelst geil. Vor allem jetzt gerade. Ich hatte gerade meinen dritten Schluck. Und der war noch mal geiler als die beiden davor. Einfach smooth as fuck und einfach ein geiler Daily Sipper. Also ich finde den halt geschmacklich trifft er halt. Ich finde es geil, das will ich sippen, sowas. Ja. Aber irgendwie finde ich schon, dass dem einiges fehlt. Also in der Nase, wir haben zwar Noten genannt, aber es kam alles so langsam und auch nicht viel Unterschiedliches und geschmacklich auch. Ich finde, er mangelt an Komplexität. Das ist vielleicht auch den Prozenten geschuldet, wer weiß. Aber ich gehe jetzt erstmal auf die 85. Ja. Also Komplexität finde ich jetzt nicht, dass es mangelt, sondern tatsächlich vielleicht liegt es ein bisschen so an der Stärke, weil die Nase fand ich ein bisschen verhältnismäßig schwach. Mhm. Im Mund kam es aber richtig gut durch. Da fehlt mir auch nichts. Fand ich auch. Ich würde trotzdem mal auf 86 gehen, jetzt nicht auf die 87. Das ist jetzt nicht der allerbeste Highland Park, den ich je hatte, natürlich. Das auf jeden Fall. Aber er bringt einfach trotzdem das rüber, was man eigentlich erwartet. Ich finde, ich bin nämlich der gleichen Meinung, Komplexität fehlt ihm überhaupt nicht. Es hat alles ein bisschen gedauert. Schiebe ich vielleicht auch ein bisschen darauf, dass wir die Bottle gerade erst frisch aufgemacht haben. Ja, also ich bin auf jeden Fall. Bin auch gespannt, was du sagst, wenn wir das im Review dann, also im Recap, dann nochmal ein paar Mal gesippt haben, wie er sich da verändert. Aber ich bin jetzt schon bei 87. Deswegen vielleicht
laxernde Corona-Infektion, dass ich ihn nicht so komplex finde, aber ich bleibe auch dabei, egal was ihr sagt. Ich finde ihn ja geil, ja. Aber es ist irgendwas, das mich stört, was nicht passt. Und ich finde 87, in meinen Augen, finde ich echt hoch, würde ich nicht machen. Werde ich wahrscheinlich auch im Recap mit drauf kommen, außer er flasht mich dann halt doch noch ja. mehr. Ja. Ja, kann auch sein, dass ich im Recap dann sage, auf einmal doch nur noch 5 nach. Kann sein. Ja. Ja. Aber wäre ja auch schade, wenn wir dich jetzt einfach überzeugen könnten und du... Ja, wäre ich auch der übliche Keck. Also, ich bin schon Mitläufer, Alter. Also ist das ja auch nicht das Ziel. Wir sind ja trotzdem extrem nah beieinander. Ja. Gegen 85, das ist scheiße gut für 15. Ja. 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 Jeder liegt halt einfach auch mal daneben, Alter. Das ist einfach... Ja, und es geht halt immer noch um persönlichen Geschmack. Nee. So ist halt. Und jetzt können alle reinschreiben, warum Olli kein Recht hat, sondern in die Kommentare. Ja. Schreibt mal rein, wie ihr diese Keramikbottle findet, falls ihr die auch habt. Ja. Oder ob ihr doch mehr auf Glas steht. So wie Duck. Schaut dort, alle Ben Roh macht es einfach besser. Ja. Komm, wir holen das.